Ich bin die Marianne Redpath. Ich leite die Sektion Generation der Berlinale. Und was diese Arbeit betrifft, heißt das, ich zusammen mit meinen Kollegen, mit dem Florian, wir wählen Filme aus für ein junges Publikum. Kurz zusammengefasst. Ja, mein Name ist Florian Wilkorn. Ich bin der Co-Direktor der Sektion und wir arbeiten eng fest zusammen, diese 1500 Filme, die sich pro Jahr eingereicht werden, hier in dieses schöne Programm zu packen. Es ist, muss man vielleicht zunächst sagen, kein vorab gesetztes Thema. Themen setzen wir uns bei der Berlinale nicht, sondern irgendwann entwickeln sich Ideen im Hinterkopf. Und diese Ideen fassen wir manchmal in solche Begrifflichkeiten oder Slogans zusammen. Aber nicht alle Filme werden sich darunter ordnen lassen, sollen sich auch nicht. Und wir werden das auch nicht im Weiteren jetzt immer als erstes sagen, wenn wir über einen Film sprechen. Das kann man auch zum Beispiel am Beispiel von ein paar Filmen irgendwie auch erklären oder erzählen. Ein ganz zentraler Film im Rahmen des Programms von 14 Plus ist Tough Bond, ein Dokumentarfilm. Es ist ein Film, zeigt eine Realität, der sehr gravierend ist. Es sind jugendliche Kinder, junge Menschen, die Klebstoff schnuffeln, um den Schmerz ihres Lebens ein bisschen wegzutreiben, sage ich mal. Da fühlt man den Hunger nicht mehr. Es gibt ein ganz wichtiges Kommentar von einer Sozialarbeiterin in diesem Film. Früher in Kenia waren die Gemeinschaften, die Familien, die Erwachsene-Welt, waren wir alle, haben wir uns zuständig gefühlt für Kinder, für unsere Kinder. Jetzt ist diese Gesellschaft runtergebröckelt und kaputt gemacht worden. Die Ich-Gesellschaft ist angekommen aus die westliche Welten und die Leute sind quasi egoistischer geworden und denken einfach nur an sich. Und das lässt die Kinder und die jungen Leute einfach alleine. Und das sieht man in diesem Film, was für eine gravierende Wirkung das hat in dieser Gesellschaft. Das ist ganz schlimm. Gleichzeitig sind es aber auch ganz universelle Fragen, die man sich hier in Europa oder die man sich als Jugendlicher in Berlin oder als Mensch in Berlin auch stellen kann. Und das reizt uns so. Die meisten Filme, die wir zeigen, sind nicht die Filme, die man normalerweise vielleicht in die Multiplexen hier in die Stadt sieht. Aber wir versuchen das auch zu ändern, zu verändern. Ne? Ja.